Hallöchen Popöchen und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Mio-Kartei. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag vor euren Bildschirmen und jetzt erstmal viel Spaß hier bei einem neuen Video von mir für euch. Wir spielen hier auf der Map Cargo. Ihr seht es auch schon, es ist Black Ops 2, ja, mein erstes Black Ops 2 Video hier auf meinem Kanal für YouTube für euch. Und ja, wie gesagt, Cargo heißt die Map, Modus ist frei für alle. Waffe, ja, die Waffe, die kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das ist die M27 als Killstreaks. Nee, so heißt das ja nicht mehr. Entschuldigung, das heißt jetzt alles Poinstreaks. Ja, habe ich mit natürlich die Drohne frei für alle. Ist ein Muss dazu noch den Hunterkiller und den Luftschlag, oder wie das Ding heißt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Als Secondary Waffe habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Perks weiß ich leider auch nicht. Das Ding ist ja gerade live aus dem Kinomodus abgefilmt von mir. Ja, ich sehe es mir gerade an und möchte dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Sozusagen. Und ja, Black Ops 2 soll heute das Thema sein. Es ist nun gut schon eine ganze Weile her, dass es released ist. Ich habe es mir ja nicht zum Release geholt, weil ich einfach nicht überzeugt war, ja, von MW3 oder sehr enttäuscht war von MW3. Und damit habe ich mir gedacht, nee, du holst es dir erstmal nicht und wartest erstmal auf die Reaktionen von den ganzen anderen Leuten. Und ja, das hat nicht lange gedauert. Also einen Tag nach Release habe ich mir dann doch geholt, weil, ja, so ein richtiger Suchti, ne, der braucht das unbedingt. Und ja, die Videos fand ich auch ganz toll. Also alleine wie die Maps schon aussahen, wie ich das so gesehen habe, fand ich eigentlich relativ gut. Da habe ich mir dann überlegt, nee, jetzt musst du dir das doch holen, um einfach mal zu sehen, wie das ist. Und ich sag mal so, ich bereue es auf keinen Fall. Ja, also ich finde das Spiel eigentlich ziemlich, was heißt ja eigentlich, ich finde es bis jetzt ziemlich, ziemlich gut. Ich habe inzwischen so um die 9 Stunden aktiv publish gespielt, auch schon ein paar Runden, ja, in privaten Matches, ja, so einige andere Modi. Und wenn der ist echt, ja, spitze, also bis jetzt hin, also bis auf Kleinigkeiten gibt es natürlich immer, aber ansonsten ist es gar nicht mal so schlecht. Wir kommen mal zu einigen Punkten, und zwar zum ersten Punkt, den Waffen. Ja, die Waffen sind eigentlich alle, ja, eigentlich, ich war nicht so überzeugt von dem ganzen, ja, Zukunftsgedöns, ja, ja, wie da einige finden das geil, man kennt es von Crysis, man kennt es von Halo eventuell, aber mich hat es irgendwie nicht so richtig überzeugt. Des anderen ist es jetzt so, ja, viel Veränderung ist es nicht, die Waffen sind halt nur mal Waffen, und mit denen kann man genauso umgehen wie mit allen anderen. Das ist jetzt nicht irgendwelche Hightech-Laser- Performance, Dingens, Dangens, Dungens Waffen. Die Poinstreaks sehen ein bisschen anders aus. Ja, natürlich auch ein bisschen zukunftsorientiert. Aber ansonsten finde ich das eigentlich alles ganz gut. Was ich aber sagen muss, was mir bis jetzt auf den Sack geht, was mich jetzt bis jetzt auch schon stört, die ganzen MPs, also die Maschinenpistolen. Ja, also ehrlich mal gesagt, also steckt euch dann einen, ja, einen Laserpointer ran, so heißt die Dinger, die verkleinern diesen Spray-Radius. Die nehmen euch ja weg. Bis sonst wo, also das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, ja, bis zu 30 Meter sprayen die alles weg. Das geht mir halt noch ein bisschen auf den Sack, weil da einfach das Können nicht gefragt ist, ja. Also der Skill sozusagen, so könnte es man nennen, ob man ja viel Skill in Call of Duty braucht, das ist sowieso dahingestellt. Aber dadurch, dass man halt so wenig zielen muss mit den MPs, sobald man Laserpointer dran hat, ist es eigentlich kein Thema. Also da kannst du ja Rack sprayen ohne Ende, und ich finde es halt ein bisschen schade, weil, wie gesagt, das Zielen ist immer so eine Sache, ja, da gehört halt immer ein bisschen was dazu. Natürlich gehören auch Movement und so zum guten Spieler dazu, aber das Zielen ist für mich dann immer noch so eine Sache, wo ich sage, nee, hier, das muss auch mit, aber ja, gut, kann man jetzt nichts dran ändern, ist sowieso nie, und als Community mir wahrscheinlich auch nie, weil das den Publishern sowieso scheißegal ist, was wir drüber denken. Aber, naja, so, kommen wir mal zu den Maps, und die Maps, muss ich sagen, ich finde sie spitze. Also die Maps sind gut designt, die sind schön farbig, nicht so wie in MW3, da war alles so grau in grau und es ging alles so auf den Sack und auch nö und nee. Hier ist es alles ein bisschen bunter, und in Black Ops 2, in Black Ops normal, so, habe ich damals die Maps schon ziemlich, ja, gut gefunden, obwohl ich ja nicht so überzeugt war von dem Spiel im Allgemeinen, aber ich fand es sehr gut, die Maps, und das haben die Entwickler hier auf jeden Fall weitergemacht. Mal sehen, was noch als DLCs so rauskommt. Na, wer kennen wir das noch? Mal sehen. So. Ich habe bis jetzt noch keine Informationen, oder gibt es glaube ich noch gar nicht. Wenn es da schon was gibt, können wir in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten finde ich, mir hat es eigentlich ziemlich gelungen, und ja,
Ja, Black, so ein bisschen Black Ops-like halt. Was gibt's noch zu sagen? Spielmodi, ja, da gibt's einen neuen Spielmodi, Stellung heißt der, den finde ich ganz gut. Ansonsten alles eigentlich altbewährte Dinge. Jetzt von MW2, von MW3 noch ein paar mit reingenommen. Von neuen Spielmodi wie Stock und Stein und dies und das und jenes gibt's immer noch. Aber ansonsten finde ich's, ja, nicht schlecht. Wie gesagt, in Modus Stellung kann man irgendwie ziemlich viele Kills machen, kommt es mir so vor. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Perks. Perks finde ich sehr gut. Das ist also dieses neue Klassen-Editor-System finde ich ganz gut gewählt. So, da muss man sich auf einiges beschränken. Bei MW3 war es ja teilweise dann so, dass man ja mit dem Spezialisten sämtliche Perks hatte und so eine kleine Einmann-Armee war. Hier geht das zwar auch, aber da muss man halt auf anderes verzichten und das finde ich ganz gut so. Score-Strikes finde ich auch gut. Man kriegt so für jeden Scheiß jetzt Punkte, was nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber ist auf jeden Fall mal ein anderes System. Ob es neu ist, ist dahingestellt. Ob es eine Innovation ist, ja, für Call of Duty schon. Aber naja, ich sag tschüss. Meine Meinung ist, ich bin bis jetzt überzeugt vom Spiel. Mal sehen, was da noch so kommt. Wie viele Hacker sich ja bei den PCs noch etablieren werden. Und ja, könnt mal eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.